Ich habe bei dem Buch vornehmlich versucht, die schlechten Noten zu hinterfragen, die Friedrich II. Von deutschen Historikern über lange Zeit bekommen hat. Wenn man versucht, die mitunter unglaublich widersprüchliche Politik, die man bei Friedrich fassen kann, in einem deutschen Kontext zu deuten. Wechselt man allerdings die Perspektive aus einer deutschen oder sagen wir südwestdeutsch-schwäbischen Richtung hin zur Mittelmeerwelt, aus der Friedrich ja stammte. Sizilien. Dann lösen sich eine Reihe von widersprüchlich scheinenden politischen Aktivitäten oder Verhaltensweisen eigentlich widerspruchsfrei auf. Und man kann sehr deutlich sehen, dass sein Vorgänger, der in Frankreich oder am englischen Königshof in Frankreich sozialisierte Otto IV., Otto von Poitou, Herzog von Aquitanien, Friedrich von Sizilien, wenn man das in diese Reihe stellt, Richard von Cornwall und Alfons von Kastilien im Grunde genommen eigentlich im 13. Jahrhundert dann eine Reihe von quasi ausländischen Königen beginnen. Das ist sozusagen das, was der Perspektivwechsel in der Konsequenz dann auch bedeutet. Das sind gar keine deutschen Kaiser, sagen Sie? Ja? Ich sage, das nicht? Sind keine deutschen Kaiser. Und ich meine schon, Otto III. Ist ja zu drei Viertel, glaube ich, byzantinisch. So ist das. Ein Grieche. Also zur Hälfte byzantinisch. Ja, zur Hälfte byzantinisch, ja. Wenn er jetzt noch geheiratet hätte. Und die Braut kommt ja an zu seinem Todeszeitpunkt. Wäre wieder eine Prinzessin aus Byzanz gewesen, dann wäre es sein Nachfolger drei Viertel gewesen. Ja, so kann man es sehen. Ja. Wobei für mich natürlich der Aspekt interessant war, nach der Sozialisation zu fragen. Wenn Sie bedenken, dass Friedrich in jungen Jahren weise wurde, dass er seine ersten Lebensjahre in Umbrien an einem Herzogshof verbrachte, des Herzogs von Spoleto in Foligno, dass seine ersten Worte möglicherweise einem umbrischen mittelalterlichen Dialekt entstammten, dass er dann nach Palermo zurückkam und dort das Altfranzösisch der Normannen lernte, das Vulgare Siziliens. Von seinen 56 Lebensjahren im Grunde genommen eigentlich nur ein Jahrzehnt in Deutschland zubrachte, dann kommt man doch relativ schnell dann auf den Einfall, durch einen Perspektivwechsel zu hinterfragen, ist denn das eigentlich tatsächlich sinnvoll, aus Deutschland zu schauen oder aus der Mittelmeerwelt, die eigentlich seinen Erfahrungshorizont umgreift. Das ist ein enormes Legitimationsbedürfnis im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert. Ja, das, was hier diese Mittelmacht in Mitteleuropa, ja, insbesondere auch nach einem verlorenen Ersten Weltkrieg, ja, nicht, bedeutet, ja, zu hinterfragen, indem man die Staufer hinzuzieht oder indem man vorher im 19. Jahrhundert so in Goslar eine Kaiserpfalz ausmalt. Das ist das Interessante. Das sind Bilder. Das sind Bilder. Das sind sehr starke Bilder. Ja. Und das ist auch das, was mich bei dem Buch als zweite Sache besonders interessiert hat, nämlich zu hinterfragen, warum ist denn Friedrich eigentlich so eine unglaublich geeignete Folie für die Projektion von verschiedensten Geschichtsdeutungen. Das funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip, je weiter entfernt, je orientalischer, je exotischer, je undeutbarer, umso mehr oder je unrealer, umso mehr kann man als Deutungsinhalt hineininterpretieren. Und man kann sehr schön sehen, da ist ja Friedrich ein schönes Beispiel, wie er diese Bergentrückung zuerst auf Friedrich II. Und auf den Ätna bezogen war und sich dann erst in der frühen Neuzeit in Deutschland aus der Ferne oder aus der als Ferne oder als Mangel empfundenen Ferne dann auf Friedrich Barbarossa, also seinen Großvater, und auf den Kyffhäuser, der ihm viel näher lag, bezogen hat. Ein anderer Aspekt ist, dass eben das 19. Jahrhundert durch die Stichwortgeber Jakob Burckhardt, Friedrich Nietzsche in Friedrich einen Modernitätstopos hineininterpretiert haben, der aber eigentlich gar nicht positiv gemeint war. Aha, nach Ihren Forschung liegt der nicht vor. Ja? Nein, also ich habe das so gelernt. Das Interessante ist, dass die Feuilletonisten nach der Modernität schnappen wie nach leckerem Fleisch. Aber wenn man das Zitat bei Jakob Burckhardt... Eine erste Renaissance, sagt man. Genau, ja. Aber wenn man das Zitat bei Jakob Burckhardt vollständig sich anschaut, und ich habe es in dem Buch also auch nochmal vollständig wiedergegeben, dann sieht man, dass Jakob Burckhardt es nicht positiv meinte, sondern für ihn war Friedrich einer der Ersten, der aus dem Hexenkessel der Moderne dampfend emporsteigt. Sozusagen, es war nicht positiv gemeint, die Modernität. Also Ausverkauf von Werten. Genau, ja, nicht? So meinte es Jakob Burckhardt. Nietzsche ist dazu eben ein ebenso relevanter und sehr einflussreicher, prägender Stichwortgeber. Und das führt letztendlich zu der Deutung des George-Kreises, die nach der
Irritation des verlorenen Weltkriegs, nach den sozialen Brechungen, die der verlorene Erste Weltkrieg mit sich brachte, nach neuen Orientierungsmustern suchte. Die versuchten, sozusagen einen Künstler als Herrscher, auf sozusagen diese Idee des Künstlerstaats, ein Künstler auf dem Kaiserthron, genau, zu suchen. Und da sieht man also sehr schön, wie gerade bei Ernst Kantorowicz unglaublich viel Projektionsfolie benutzt worden ist für Friedrich, um die Geschichtsdeutung zur Selbstvergewisserung zu benutzen. Das ist ein poetisch meisterhaftes geschriebenes Buch. Ja, also wenn Sie es einfach mal literarisch nehmen, ja, nicht? Also er hat jede Gelegenheit genommen, ja, und wenn man sieht den Zug des Kaisers, ja, über die Alpen, um seinen Sohn wieder zu zähmen, ja, und da kommt er mit Sarazenen und Kamelen und Dromedaren und Elefanten nicht, aber er hatte, und er kommt sozusagen als ein Erster, der sozusagen die Propaganda beherrscht, ja, über die Alpen gezogen. Das ist schon sehr packend geschrieben. Ja. Wobei eben eines der großen Missverständnisse, was Ernst Kantorowicz angeht, nach meinem Dafürhalten darin liegt, alle Georgianer fühlten sich als Künstler, selbstverständlich. Alle Georgianer schufen Kunstwerke. Das Buch ist als Kunstwerk verstanden und konzipiert worden. Nicht umsonst hat der Meister sozusagen auch noch an jedem Satz und an jedem Wort gefeilt. Es sozusagen als eine rationale Biografie heute zu lesen und immer wieder als Referenzwerk heranzuziehen, missversteht die eigentliche Intention. Und das ist ein Erbe, mit dem sich die Ideologiekritik des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen hatte. So, und Sie kommen jetzt hier, ja, und sagen, wir prüfen das. Ja, jetzt wird hier ein Kind geboren, ja, das Kind eines Kaisers, der schon recht alt ist, ja, zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, es ist sein zweiter Italienzug, Heinrich VI. Ja. Da gibt es ja schöne Bilder drüber. Ja. Und der heiratet zwangsweise, könnte man sagen, ja, die Thronfolgerin, ja, die sizilianische Prinzessin. Ja. Ja. Das ist aber zu dem Zeitpunkt leider noch nicht bekannt. Also im Grunde genommen ist das Zufall, ja, Zufall, berühmter historischer Zufall. Ja. 1186 gibt es die Heirat. Da ist diese Konstanze sozusagen eine Nachfahrin der Normannen, aber es gibt ja legitime sizilische Könige. Eine dünne Oberschicht, ja, sich Sizilien verschafft haben. Ja? Nein, aber es gibt ja noch einen sizilischen König, nämlich Wilhelm den Guten. Und es ist ja nicht abzusehen, dass der kinderlos sterben wird. Also es ist sozusagen eine Verbindung der Staufer mit den Normannen, dass sie aber tatsächlich Sizilien als Erbreich dann zufallen wird, ist noch gar nicht ausgemacht. Nicht das ausgemacht. Tritt sozusagen erst 3 Jahre später tatsächlich ein und dann beginnt der Kampf und es ist ein langer Kampf. Heinrich kämpft im Grunde genommen 4, 5 lange Jahre mit einer schweren Niederlage. Er muss sozusagen sich nochmal zurückziehen, setzt zum zweiten Mal an und erst 1194 gelingt es ihm überhaupt die Krone Siziliens vollständig zu erlangen. Das ist sozusagen nicht ein Automatismus, der da eintrat. Aber zu Ende seines Lebens hat dieser Herrscher, ja, der offenkundig nicht blond ist, nicht, der offenkundig eine düstere Ausstrahlung zu haben scheint. Ja? Wir reden jetzt wieder von Friedrich. Von Heinrich VI. Ja. Ja? Nicht? Dieser doch sozusagen böse Mann aus Norden, ja? Nicht? Der hat schon also einen cäsarischen Rang. Nicht? Ja. Wenn er dieses Südreich hat, ja, und seine deutschen Gebiete hat er ohnehin, ja, hat er auch Burgund. Ja. Das ist also doch schon ein sehr großes Reich und das konkurriert mit Byzanz, das kann man doch sagen. Ja, das konkurriert insofern mit Byzanz, weil schon seit Friedrich Barbarossa, Heinrich dem VI. Und auch bei Friedrich dem II. Diese Art oder dieses Verständnis vom Imperium Romanum ein tatsächlich auf antiken Ursprüngen gründendes Verständnis ist. Also ein Oberhaupt einer Familie von Königen. Da hängen ja an dem Stauferreich noch viel andere Königreiche dran. Ja? Das Königreich Thessaloniki zum Beispiel, das Königreich Zypern. Also da gibt es sozusagen noch viel mehr herrschaftsstabilisierenden Ideologien und auch tatsächlichen Machtverhältnissen, die das zu einem tatsächlichen römischen Reich machen. Und sie geben sich auch Mühe im Sinne der römischen Kaiser. Also wie in der Erwachsenenbildung erlernen sie, dass der Herrscher seine Autoritas entwickelt, indem er recht spricht. Ja, ja, das ist also, das vor ist Bologna ist sozusagen, ich spreche jetzt von Barbarossa, ja, hat er wohl ebenso viel Rechtsgelehrte wie Ritter. Nicht? Ja, und gründet eine Universität, ja, als Herrschaftsmittel.
Das ist eine Tradition, die ebenfalls aus den antiken römischen Imperatoren herrührt, die vornehmlich Recht sprechen. Ja? Wer was Bürgerkriege verhindern kann, ist Cäsar. Nicht? So könnte man es sagen, ja, genau. Und wer Recht spricht, ist sozusagen doppelt guter Cäsar. Das kann man dabei. Das ahmen sie nach, ja? Nicht? Das ahmen sie nach. Imitatio Imperii. Ja. Ja? Und davon ist jetzt sozusagen der junge Prinz weit entfernt. Der wird geboren, ja, ist es wahr, auf dem offenen Marktplatz, damit man dieser älteren Frau glaubt, dass sie dieses Kind bekommt? Das ziehe ich natürlich in Zweifel. Das ist das Zweifel. Nehmen Sie mir das nicht übel. Typische Legenden. Naja, also auch im Dezember ist es in Italien kalt. Warum sollte man auf dem Marktplatz zelten, wenn man beheizbare Kemenaten... Damit man sieht, dass dieses Kind nicht unterschoben ist. Ja, man kann aber sehr genau feststellen, wann diese Legende überhaupt auftaucht. Und es ist sozusagen eine Gegenstrategie der staufischen Seite gegen die päpstliche Vermutung oder das gestreute Gerücht, ach, das ist er doch ist sicherlich, Bankrott. Das ist ein da untergeschobener ist ein Hofmann gewesen, Fleischer, ja. Falkner oder was. Fleischer. Ja, ja, und das ist natürlich, wie soll man solche das ist besonders beschämend, ja, nicht? Also ja. Die päpstliche Propaganda behauptet, ja, nicht? Und auch in Magdeburg kommen dann noch Gerüchte, ja, dass er sozusagen von einem Fleischermeister, ja, der die Kaiserin geschwängert habe. Ja, genau, aber das spielt sozusagen auch ein bisschen damit, das sagt denn Johann von Brienne, sein ehemaliger Schwiegervater, mit dem er sich dann also sehr schwer überwirft wegen der Herrschaft über Jerusalem, der sagte, ach du Sohn eines Fleischers, nur schwingt da natürlich auch ein bisschen Heinrich der VI. Mit. Man könnte auch sagen, Heinrich der VI. Mit seinem negativen Ruf als Henker, ja. Vielleicht hat das sozusagen damit auch zu tun. Also, ist schon eine sehr starke poetische Tradition in der Geschichtsschreibung dieser Zeit, nicht? Ja. Also jeder fälscht vor sich hin. Ja? Jeder fälscht vor sich hin. Und das war eben auch ein Aspekt, der mich dabei sehr interessiert hat, zu fragen, wann entstehen dann eigentlich bestimmte Geschichten und aus welchem Grund werden sie über Friedrich erzählt? Ja? Also ich forsche sozusagen nicht in dem Gegensatz oder habe nicht versucht, in dem Gegensatz zu schreiben, hier ist die wahre Biografie, die man ja ohnehin nicht fassen kann, sondern wie werden eigentlich die Bilder erzeugt und warum, die wir heute über Friedrich nachvollziehen können. Und da kann man sehr schön bestimmte Traditionslinien ausmachen, wie die franziskanische Sicht aussieht, wie die oberitalienischen Kommunen das sehen. Ja, Stadtkommunen haben natürlich immer einen anderen Blick, wie englische Mönche die ganze Sache sehen. Und in dieser Tradition, aus diesen verschiedenen Traditionen hat er heraus... treue Gefolgsleute, die für ihn schreiben? Man wünscht sich eine Biografie, ja, sozusagen eine Lebensbeschreibung oder eine offiziell bestellte Gesta des Kaisers. Die gibt es nicht. Leider nicht, aber die gab es möglicherweise. Der Bischof von Imola, das wissen wir, hat so etwas fabriziert. Es ist leider verloren, aber es ist in einem späteren Geschichtswerk von Pandolfo Colenuccio aus der Renaissance, ist das zitiert worden. Und der zitiert auch ganz wörtlich, wie ich beim Bischof von Imola gelesen habe, meiner Dino, schreibt doch da diese und jene Sache. Also ein Historiker und Geschichtsdetektiv könnte jetzt auch Klöster bereisen, Bibliotheken bereisen und irgendwie diese Biografie des Bischofs von Imola vielleicht noch finden. Theoretisch schon. Das wäre möglich. Also das wäre sozusagen eine großartige Sache. Ja, also ja. Das wäre eine Aufgabe für besonders ambitionierte Historiker und die könnten sich damit also sehr großen Ruhm erwerben, wenn man diese... Und Sie haben den Vorteil, dass Sie Umstände kennen, Wege kennen, auf denen man die Information suchen könnte. Ja, ich habe viele der italienischen Archive auch besucht, habe mir auch viele der mit Friedrich in Verbindung stehenden Dokumente auch nochmal genauer betrachtet, wie zum Beispiel das berühmte Falkenbuch, der Arte Venandicum Arvibus, was heute pikanterweise in der Vatikanischen Bibliothek liegt, ja, sozusagen das Buch Friedrichs als Geschenk, Beute, wenn man so will, des seines größten Feindes. Heutzutage eben als Objekt in der Bibliothek und habe auch in Oberitalien, in Florenz im Archiv, in verschiedene Dokumente und auch in deutschen Bibliotheken findet man ja großartige, spektakuläre Sachen. Ja? Wenn Sie eben zum Beispiel an die wunderbare Handschrift des Michael Scottus, sein Hofphilosoph war das, in der Bayerischen Staatsbibliothek in München denken. Das ist eine unglaublich faszinierend illustrierte Handschrift, die sozusagen so eine Art Weltwissen in einer Art Nachschlagewerk zusammenfasste. Das ist ein Scholastiker.
Das ist ein Proto-Scholastiker, der eigentlich Übersetzer war, stammte sozusagen aus Spanien, hatte Arabischkenntnisse und hat für Friedrich arabische Traktate besorgt und auch übersetzt. Die brauchte der für seine Falkenforschung. Jetzt ist der junge König von Sizilien zunächst einmal nicht der Feind des Papstes. Nein. Sondern der ist ein Vormund. Ja. Ja? Er steht unter seinem Schutz geradezu und wird aber bedroht von Norden. Genau. Also das ist genau der Ansatz, der mich dann sozusagen dazu brachte, die Sizilien-Perspektive weiterzudenken. Der Imperator, der aus dem Norden vorstößt, ist überraschenderweise der Welfe. Die Päpste hatten normalerweise eigentlich ein Arrangement mit denen, oder Innozenz hatte ein Arrangement mit denen, mit ihm getroffen. Und nun stellt sich überraschenderweise raus, dass der Kaiser in dem Augenblick, wenn er in das Amt oder die Person, wenn die das Amt übernimmt, plötzlich genau diese Amtsstellung einnimmt. Das ist ja die große Tragik. Und dann dadurch auch die bei im Gegensatz zum Papst gerät. Dadurch im Gegensatz zum Papst gerät. Mag er aus der Familie kommen, ja, die schon viel konspiriert hat mit dem Papst und ihn geschont hat, wie ein Löwe. Genau. Ja. Und der Otto stößt nach Süden vor und der ist ja schon in Reggio di Calabria. Der sitzt sozusagen schon an einer anderen Meeresenge und wartet auf die Schiffe, die ihn übersetzen sollen. Für Friedrich liegt eine Fluchtgaleere bereit. Also dem ist sozusagen klar, das ist eine echte Bedrohung. Und die bleibt immer. Wie kann man dieses Problem lösen? Es gibt zwei Varianten. Entweder verharrt man in einer ständigen Wehrbereitschaft nach Norden oder man wird selber der Imperator Romanorum und kann dadurch natürlich zukünftige Ambitionen auf das Königreich Sizilien. Und jetzt dieses Kind, ist ja noch ein junger Prinz, nicht? Ja? Der zieht jetzt mit Gefolgschaft nach Norden. Ja? Und man ist nicht erbaut am Hof. Als die Delegation in Palermo eintrifft, wird am Hof beraten, soll der junge König von Sizilien eigentlich diesen Zug wagen? Und die meisten seiner Ratgeber, auch seine junge Frau, sagt, lass das lieber sein. Das ist eine gefährliche Angelegenheit. Der Furor ist abenteuerlich. Es ist sehr abenteuerlich. Das kann jederzeit schiefgehen. Ja, genau. Es gibt ja jetzt diese dramatische Situation, er geht über den Julia-Pass. Vorher geht er ja noch über den Lambo. Das ist ja sozusagen eine der ganz zentralen Dinge. Die Mailänder versuchen, ihn wegzufangen. Und er schafft es nur, auf einem ungesattelten Pferd über den Lambo zu setzen. Und die Mailänder höhnen. Friedrich, der Reatinus, der Zaunkönig, hätte sich seine Hosen im Lambo gewaschen. Das ist eine Demütigung, die Friedrich den Mailändern nie verzeihen wird. Weil das natürlich irgendwie noch mit impliziert, hat er sich eigentlich die Hosen nur von außen oder vielleicht auch sogar von innen befeuchtet. Aber das muss ich sagen, kann man sich gar nicht genügend ausmalen. Ja? Und das ist bei Ihnen sehr gut dargestellt auch. Ja? Mailand, von Barbarossa zerstört. Ja, dann wird Barbarossa zu einem ganz ungelegenen Zeitpunkt, er hat Teile seines Heeres entlassen, geschlagen von ihnen. Die Schlacht von Legnano, von Verdi komponiert, ist eine solche Beschämung des Kaisers. Dann geht es wieder andersrum und so weiter. Und das geht jetzt hier in der nächsten Generation weiter. Das geht in der nächsten Generation weiter. Und da kann man aber eben sehen, wie viel diese Ehre des Reiches, was Knut Göhrig ja sehr schön herausgearbeitet hat, dass das eben ein wirkmächtiger Handlungsantrieb ist, dass diese Ehre des Reiches, also die Ehre des Kaisers, ist ja damit natürlich auch gemeint, dass die sehr stark eben auch in die politischen Handlungen hineingreift. Denn Friedrich gewinnt eine Schlacht gegen die Mailänder. Die Schlacht von Cortonova stellt eigentlich einen großen Sieg über die Mailänder, überhaupt den Lombardenbund dar. Und hier ist er unfähig, einen Frieden zu machen. Und zwar deshalb, er will die Mailänder im Dreck sehen. Sie sollen Dreck fressen für diese Demütigung. Und da überzieht er den Bogen. Mailand ist eine Riesenstadt, hat 200.000 Einwohner. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Die haben irrsinnige Potenzen. Die können spielend immer wieder neue Heere aufstellen. Hier einen Frieden zu machen, wäre politisch sinnvoll. Und dazu ist Friedrich nicht in der Lage. Das ist jetzt die Lega Nord. Ja? Das ist eine Kontinuität Nord, im Grunde da. Ja? Und eigentlich Piemont wollte auch nicht, also die italienische Einigung sollte dort lokalisiert sein. Ja? Mit Mailand in der Hauptstadt. Ja? Nicht? Und nichts von Sizilien, nichts vom Süden. Ja, naja. In das moderne Italien eingegangen. Naja, wenn man bedenkt, also diese Normannengründung des Königreichs Sizilien, die erfolgt unter Roger II., also im 12. Jahrhundert, die wird im Grunde genommen ja eigentlich erst von Garibaldis Zug der 10.000 zur Strecke gebracht. Das ist ja eine völlig andere Tradition. Eine zweite europäische Geschichte da unten. Richtig, genau.
die von Großgriechenland, ja, sozusagen, ja, als, aber zeitlich sehr zurückgesetzt, ja, also keine Renaissance im Grunde, kann man sagen, nicht? Keine Industrialisierung. Man kann ja bei Lampedusa sehr schön in den Dialogen sehen und auch bei verschiedenen anderen, wie stark das eigentlich eine Rolle spielte, wie widersprüchlich im Grunde genommen eigentlich die Eroberung aus Norditalien für die Süditaliener empfunden worden ist. Das ist ja sozusagen nicht eine Besetzung. Eine Besetzung, genau. Und das spielt über viele Generationen noch eine große Rolle, im Grunde genommen eigentlich bis heute. Also die Fallschirmjägerdivision Hermann Göring, ja, ja, die Sizilien in der Weile hält am Ätna. Das ist Okkupationsarmee, stellvertretend. Das ja, ist stellvertretend Okkupationsarmee. Ja, und selbst die Faschisten sind fremd. Das bringt mich übrigens auf eine schöne Geschichte. Sie kennen möglicherweise diese Episode, dass kurz bevor Palermo fällt, der Befehl kommt, die Sarkophage abtransportieren zu lassen. Die kommt direkt von Hermann Göring. Ich habe versucht, diesen Befehl in den Unterlagen, die in Freiburg ja im Militärarchiv noch liegen, zu finden. Ja, das ist mir nicht gelungen, aber in Washington im Flottenarchiv der US Navy gibt es Verhörprotokolle von deutschen Offizieren und Friedrich Ruge, der damalige Oberbefehlshaber, Admiral Friedrich Ruge, gibt dazu Protokoll, dass er von Göring den Befehl erhalten habe, die Sarkophage abtransportieren zu lassen. Die hatten natürlich ganz andere Sorgen, nämlich das Material der Division über die Meerenge von Messina zu bringen, was ja auch in einer großartigen logistischen und dann noch zwei Tonnen schwere Porphyrsarkophage abzutransportieren. Er erzählt später, er hätte es aus Respekt gegenüber dem Kaiser, hätte er diesen Befehl ignoriert. Nun weiß man nicht, ob deutsche Offiziere eigentlich Befehle ignorieren. Wichtig ist nur das Ergebnis. Wären die Sarkophage bewegt worden und möglicherweise auf einem der Transportschiffe gelandet, wer weiß, ob es sie heute noch gäbe. Insofern kann man also Patton nur danken, dass er so schnell auf Palermo vorstieß. Jetzt zurück zu dem Prinzen, ja, der abenteuerlich vorstößt. Und die Geschichte scheint wahr zu sein, wenigstens Sie beschreiben sie auch so, dass er in Konstanz einrückt. Der Bischof entscheidet sich für ihn und vor dem am anderen Bodenseeufer wartet der deutsche Kaiser. 5 Stunden. Ja, man könnte auch sagen 3 Stunden. 3 Stunden später wäre ein Friedrich II. möglicherweise nicht deutscher Kaiser geworden. Ja, deutscher Kaiser wird man sowieso erst ab 1871. Ja. Deshalb sprechen Historiker prinzipiell immer von römischen Kaisern oder von römisch-deutschen Königen, das voneinander abzusetzen. Jawohl, genau. Die unglaublich dramatische Situation, wie man sich das vorstellen muss, ist natürlich großartig. Da wird in Konstanz schon der Tisch gedeckt. Man erwartet eigentlich den Imperator, ja, Otto soll kommen, er ist in Überlingen mit seinem Heer, er wird dann übersetzen und wird in Konstanz tafeln. Und plötzlich taucht da dieser Friedrich mit mittlerweile doch schon größerem Anhang auf und der Bischof von Konstanz muss sich überlegen, was nun, dumme Sache, ja, wem soll man jetzt eigentlich die Tore öffnen und wen soll man vor den Kopf stoßen? Und er entscheidet sich überraschenderweise für Friedrich, der dann also die erste Stadt praktisch auf dem Boden des Deutschen Reiches in seinen Besitz nehmen kann. Und Otto zieht daraufhin sofort nach Norden ab, weil er sofort merkt, in diesem südwestdeutschen Stauferraum ist es mit der Entourage nicht so besonders gut bestellt und die Positionen werden dann schnell schwanken. Also man hätte sich die Geschichte Friedrichs II. Hier in Konstanz eigentlich schon als beendet ansehen können. Jetzt mal eine ganz andere Position, also was irgendwie in der Geschichtsschreibung dann immer wieder uns erzählt wurde und auch Bewunderung auslöste, ist dieser Friedrich II. Im Morgenland. Ja. Er soll dort Schachspiele gemacht haben, er soll Arabisch verstanden haben und soll, glaube ich, mit dem ägyptischen Herrscher hier ein Abkommen über Jerusalem getroffen haben, sodass das eine neutrale Stadt ist, von allen Religionen zu benutzen. Eine friedrichianische Stadt, es ist seine Stadt. Er ist der König von Jerusalem und er wollte die Stadt. Jolante ist seine Frau. Genau, also die Isabella, man kann sie auch Jolante von Brienne nennen, also das ist seine, die ihm praktisch die Tochter des Königs von Jerusalem. Genau. Sodass also im Grunde der Tempelberg eigentlich den Staufern gehört? Nee, den bekommt er ja überraschenderweise nicht. Das ist ja das, was den päpstlichen Legaten ganz besonders bitter aufstößt. Und den Templern vor allen Dingen, weil das ist ja die Gründungsstätte des Templerordens. Nee, der kriegt sozusagen, das ist das Interessante, wenn Sie das auf der Karte mal sehen, was bekommt er eigentlich? Der bekommt die symbolisch aufgeladenen Städten. Nazareth, Bethlehem,
Jerusalem, Grabeskirche. Aber er bekommt sozusagen nicht die Verfügungsgewalt über den Tempelberg und er bekommt vor allen Dingen nicht die große Fläche, die großen Flächen, die die wirtschaftlichen Erträge für das Königreich Jerusalem abwerfen. Das ist ja das, was den Kreuzfahrern dann auch so bitter aufstößt. Und wenn man sozusagen dieses Ereignis der Übergabe Jerusalems oder der Rückgabe Jerusalems mal in einem größeren Kontext sieht, dann kann man feststellen, Friedrich hat in seiner südlichen Orientierung besaß der eine Flotte. Der hatte Spezialschiffe für den Transport von Ritterpferden. Das ist nämlich ein logistisches Problem. Wie kommt man überhaupt in den Orient mit dem Heer? Der hatte ein Heer dabei und vor diesem Heer hatte der Sultan Angst. Was die da beide machen, ist nämlich eigentlich eine Sache, die sie ganz einfach erleben können, wenn sie im Orient mal eine zu teure Tasche kaufen wollen. Sie können diesen an sich noch nicht kompromissfähigen Preis irgendwann doch erzielen, indem sie das Gespräch nicht abbrechen lassen. Das ist sogenannte orientalische Verhandlungstaktik. Und das macht der Friedrich. Der schickt dem Sultan Gesandte, respektiert ihn oder ehrt ihn durch kostbare Geschenke. Die reden miteinander über Philosophie, über Mathematik. Und irgendwann ist dann. Die Drohungen bleiben aufrechterhalten. Genau, die Drohungen bleiben aufrechterhalten. Und irgendwann zieht der Kaiser von Norden, von Akkon, wo er eigentlich gelandet ist, nach Süden, nach Jaffo. Also Joppe, das damalige Joppe, das bedeutet, von da biegt man nach Jerusalem ab. Und da ist dem Sultan klar, jetzt meint das ernst. Und dann kriegen die ein Arrangement, Friedrich ist im Handlungsdruck, die päpstlichen Truppen fallen, sie zielen ein. Also es ist klar, es muss irgendeine Einigung her. Und dann wird dieser Kompromissfriedensvertrag, ist ein Friedensvertrag, ist ja kein Abkommen, für 10 Jahre wird das geschlossen. Und man kann getrost bezweifeln, dass der Jerusalem deshalb vom Sultan bekommt, weil sie so prima über Mathe reden. Das ist später das Gerücht. Das ist sozusagen, das wünscht man sich von einem Multikulti-Kaiser, dass er in der Lage ist, auf diplomatischem Wege solche Dinge zu lenken. Was man natürlich respektieren muss. Also Friedrich ist zumindest kein Schlagetod, der sozusagen nur mit Waffengewalt die Sachen durchsetzen will im Orient. Und à la Richard Löwenherz etwa. Und der ist auch kein Ludwig der Heilige, der sich auf dem Altar der Christenheit, also einer höheren Idee, weihen will. Der will da nicht zum Märtyrer werden, sondern da entscheidet dann tatsächlich Pragmatik gegenüber dem Kräfteverhältnis. Wenn Sie einmal den Höhepunkt dieses Kaisers beschreiben, wann ist er eigentlich in einem glücklichen Zustand oder auf dem Höhepunkt seiner Macht? Dem Höhepunkt seiner Macht ist er zweifelsohne zwischen seiner ersten und zweiten Bannung, also mit Erlangung Jerusalems, mit den glücklichen Jahren, die er mit Bianca verlebt. Bianca Lancia, seine große Liebe, die er dann auf dem Totenbett, also als sie stirbt, heiratet, um die Kinder zu legitimieren. Da kommt ja übrigens der berühmte Manfred her. Ach. Der Manfred, wonach man die Handschrift betitelt, die Handschrift des Falkenbuches. Das ist sozusagen auch ein blonder, also so beschreiben ihn die Quellen, auch ein blonder Recke. Der noch einmal um das Südreich kämpft. Genau, der wird dann auch König von Sizilien und unterliegt Karl von Anjou in der Schlacht von Benevent. Der fällt dabei. Ist aber sozusagen ein legitimer Sohn Friedrichs, was man daran erkennen kann. Und der Konradin wäre wie verwandt mit Friedrich II.? Der Konradin ist der praktisch sein Enkel über den zweiten Sohn, den er mit der Isabella von Brienne hat. Also die Jerusalemer Königin schenkt ihm den Konrad IV. Ach, und von der Jerusalem-Prinzessin stammt der kleine Staufer, der so schmählich geköpft wird. Genau. Für Kinder in der Zeit nach Versailles bedeutet der Tod Konradins, als ob ein Verwandter umgebracht wird. Das ist natürlich auch eine unglaubliche Tragik. Ja. Also wenn man sich mal überlegt, der zieht dann nach Süden, der hat die Schlacht beinahe gewonnen, wird dann von Karl von Anjou geschlagen, kann fliehen und wird von einem italienischen Gefolgsmann eigentlich verraten, von den Frangipani, der versucht, sich dort in Sicherheit zu bringen, ist schon auf See mit einer Galeere oder vielleicht einer Sagitta, ein Pfeilschiff, was man schnell rudern kann, und wird dann eingeholt und wird dann gefangen genommen. So, was passiert normalerweise mit gefangenen König? Man einigt sich irgendwie über Lösegeld. Preis. Genau. Richard Löwenherz zum Beispiel, 150.000 Silbermark und frei ist er. Konradin wird nicht freigelassen, weil offensichtlich die gesamte Sippe ausgerottet werden soll. Karl von Anjou ist klar, solange auch nur ein Staufer, den er in der Hand hat, überlebt, stellt er eine potenzielle Gefahr für seine eigene Herrschaft in Sizilien dar. Und dann wird also eben dieses Drama inszeniert. Der Konradin wird deshalb hingerichtet, weil Karl von Anjou als Reichsvikar vom Papst eingesetzt worden ist und Konradin praktisch gegen den Reichsvikar. Es dreht sich sozusagen in der Logik um. Konradin ist der Verräter gegen das Reich.
Ja, so wird sozusagen diese Geschichte konstruiert. Wird als Hochverräter öffentlich. Wird als Hochverräter enthauptet. Mit seinem besten Freund, dem Markgrafen von Baden, und auch einem Bruder der berühmten Bianca Lancia, der ja auch treu zu Konradin stand, also sozusagen nur eine Tragik. Und man kann eben daran sehen, dass diese Damnatio Memoriae, die Karl von Anjou, was Konradin betrifft, durchziehen wollte oder durchsetzen wollte, er verweigert ihm ein königliches Grab. Der wird sozusagen da einfach verscharrt. Erst viele, viele, viele Jahre später nehmen sich die Nonnen von Santa Maria del Carmine in Neapel des Leichnams an und erst im 19. Jahrhundert ist im Auftrag des Königs von Bayern, von Bertel Thorvaldsen, erst das Grabdenkmal, was wir heute dort sehen können, geschaffen worden. Was gibt es für Ausdrücke und für Varianten und Aggregatzustände der kaiserlichen Macht? Ja? Also Wiss, einfache Gewalt. Ja, wäre nicht typisch. Das wäre nicht typisch, weil sie ja sozusagen nicht legitimatorisch unterfüttert ist. Auctoritas? Auctoritas auf jeden Fall. Noch stärker ist sozusagen dieses gesetzgebende Moment, also die Constitutio, das Gesetz. Ja? Der Kaiser ist das Gesetz. Caesar amor legum. Ja? Richtig. Und der Kaiser ist auch von den Gesetzen losgelöst. Legibus solutus. Das ist sozusagen das, was das ganz stark das Bewusstsein durchdrängt. Und in dieser Tradition steht ja Friedrich auch, wenn Sie an den Liber Augustalis denken, dieses Gesetzbuch, die Konstitution von Melfi, die 1231 erlassen werden oder die gesammelt werden und die auch einen Gegenzug zur päpstlichen Gesetzgebung darstellen sollen. Der Papst ist darüber nicht amüsiert, als er erfährt, dass da Gesetze gesammelt werden sollen, dass sich Friedrich eben in diese imperiale Tradition eines Justinian oder eines Theodosius zu stellen vermag. Das spielt sozusagen in der friedrichianischen Politik eine ganz große Rolle. Also wer das rechte Monopol hat, ja, ist stärker als durch militärische Macht. Ja, so kann man das sagen. Also das Recht, oder beziehungsweise ja, doch das Recht, Gesetze zu erlassen, das zeichnet den tatsächlichen Kaiser aus. Das ist auch das, was Dante dann später noch aufgreift. Ja, in der Monarchia schildert er ganz deutlich, was ist die Aufgabe des Imperiums oder des Imperators, nämlich Recht zu setzen. Er ist das geschriebene Gesetz. Und in dem Konkurrenzverhältnis zwischen Kaisern und Päpsten ist also dieser Frage der Gesetzessetzung, ja, oder andersherum der Gesetzesfindung, das gute Recht ist ja schon immer da, man muss es nur finden, ist eines der zentralen Auseinandersetzungspunkte zwischen diesen beiden Gewalten. Es spielt eine fundamentale Rolle. Wenn Sie einmal das Erscheinungsbild dieses Kaisers, das man ja nur vermuten kann, ja? Aber wenn Sie den mir mal beschreiben, ist er hochgewachsen? Also er wird ja von verschiedenen Autoren auch beschrieben, die möglicherweise oder sehr stark mit Sicherheit diesen literarischen Topoi folgen, wie sie bei Sveton auftauchen. Ja, Kaiser sind natürlich nie mickrig. Kaiser sind immer gut gewachsen, sitzen gut zu Pferde. Obwohl Barbarossa eine Leiter anstellen muss, wenn er den dänischen König begrüßen will. Ja, wer weiß, wie groß der ist. Aber auch Barbarossa wird ja eigentlich Wohlgestalt beschrieben, sozusagen nicht als Schönheit. Aber bei Friedrich kann man also feststellen, dass er sozusagen die Autoren, die sozusagen auch über die Jugend berichten, dass er also eben aufgeweckte Augen hatte, eben von wohl proportionierter Gestalt war und offensichtlich auch durchtrainiert. Er verstand ja gut, das Schwert zu führen und Bogen zu schießen, gut zu reiten. Musste als Beizjäger auch ohnehin in einer guten körperlichen Konstitution sein. Also man kann davon ausgehen, dass er sicherlich ein schöner Mann war. Und hatte ja auch offenkundig, wie Sie beschreiben es ja, sehr intensive Beziehungen zu Frauen. Ja, das ist sozusagen eines der ganz zentralen Dinge. Das habe ich auch mal versucht, eben in diesem Kapitel zu bündeln, damit man mal sieht, dass es sozusagen sich als ein Handlungsmuster eigentlich durchzieht. Ja? Die vier Hochzeiten oder die vier. Die erste ist Freunden. Mit der Königstochter von Burgund. Nee, das ist Aragon. Das ist Konstanze von Aragon. Die ist 10 Jahre älter als er, ist 14, die ist 24, sie ist schon mal Witwe. Die bringt sozusagen viel Erfahrung mit ein. Die liebt da wahrscheinlich tatsächlich so in so einer Mischung aus Mann und auch Knabe, könnte man so sagen. Die bekommt dann seine Krone mit ins Grab. Die wird auch zur Kaiserin gekrönt. Die anderen beiden, nämlich Isabella von Brienne und Isabella Plantagenet, also die Tochter oder die Schwester des Königs von England,
Die sind sozusagen aus reinem Machtkalkül geheiratet worden. Und man kann ziemlich deutlich sehen, wenn der politische Zweck erfüllt ist, dann verschwinden die in irgendwelchen süditalienischen Burgen und warten dann nur noch auf den Besuch des Kaisers. Bianca hingegen, seine wahre Liebe, die heiratet er auf dem Totenbett, also als sie auf dem Totenbett liegt, um die Kinder zu legitimieren. Dann gibt es noch eine Reihe. Wie viel hatte er da von ihr? Zwei. Insgesamt hat er fast 20 Kinder, von denen wir heute wissen. Das heißt also, da ist sozusagen noch eine Dunkelziffer mitzudenken. Und an illegitimen oder an Mätressen, wenn man so will, gibt es also auch eine Reihe. Es gibt sozusagen so schöne Szenen oder man kann sich mit Fantasie schöne Szenen ausmalen. Zum Beispiel 1216, da holt er seinen erstgeborenen Sohn und die Konstanze von Aragon nach Deutschland. Da hat er allerdings ein Verhältnis mit Adelheid von Urslingen. Die hat auch schon zwei Kinder. Ach, die Urslingerin. Einmal ist er mit der Mutter von der. Ja, die genau. Hat ihn ja gepflegt als Kind. Genau. Ja? Genau. Und ich er ist zu sehen, ja, nicht genau. Als Baby. Ja? Genau. Auf dem Arm der Urslingerin. Genau. Und man kann sich sicherlich vorstellen, wie frostig die Atmosphäre ist, als denn die Angetraute in Nürnberg erscheint mit seinem Erstgeborenen und da taunt dann also noch eine Mätresse mit anderen Kindern herum. Aber das ist doch interessant, so dass man nicht ausschließen könnte, ja, dass irgendetwas von dieser Genfolge, ja. Ja, die in ihm steckte, ja, irgendwie noch vorhanden ist. Mit Sicherheit. Und Otto Rahn soll losgeschickt worden sein vom der SS, ja, 44, einen von einem Notar verwahrten, ja, jungen Menschen nach Deutschland zu bringen, damit man sozusagen bei der rassischen Fortentwicklung, ja, ihn noch einbringen könnte. Der soll Nachkomme gewesen sein. Ja, das lässt sich denken. Also man kann, wenn man das zurückspult sozusagen das genealogische Prinzip, dann stammen wir ja ohnehin alle von Karl dem Großen ab. Aber es lässt sich natürlich denken, dass ein Großteil der illegitimen Nachkommen, die in Italien verstreut waren, mit Sicherheit, wenn man so will, Genmaterial der Staufer weitertransportiert haben. Es gibt ja auch noch andere Nachfahren, also einer verschmachtet ja dann in Bologna, Enzo, noch im Gefängnis. In einem Turm, nicht? Die Stadt hat ihn gefangen und lässt ihn nie wieder frei. Lässt ihn nie wieder frei, also sozusagen auch eine große, tragische Angelegenheit. Ganz tragisch, ja. Aber dass eine Familie diesen Hass auf sich zieht, eine Zentralgewalt diesen Hass auf sich zieht, das ist schon sehr ungewöhnlich. Das ist sehr ungewöhnlich. Ließe sich aber möglicherweise auch auf andere Familien übertragen, wenn die mal diese Machtstellung innehatten. Man kann ja ziemlich deutlich sehen, darüber sprachen wir vorhin ja schon mal, solange noch keine Amtsgewalt an Personen hängt, verstehen die sich prächtig. Friedrich versteht sich prächtig mit den Kardinälen. Aber immer wenn einer von den Kardinälen, Hugolinus zum Beispiel, aber immer wenn einer dieser Kardinäle dann tatsächlich Papst wird und Papstpolitik macht und in dem Augenblick, wo ein Kaiser Kaiserpolitik macht, dann stoßen zwei Amtspersonen aufeinander. Das hat sozusagen wenig mit persönlicher Sympathie oder Feindschaft zu tun. Und das ist mit dieser Familie eben auch so. Also diese zentrale Stellung, die was sich die deutsche Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert eben als Staufer versteht, ja, diese zentrale Stellung, die die Familie in Europa innehat, führt natürlich an vielen Ecken und Enden dann auch zu Konflikten. Und das hat dann letztendlich eigentlich auch diesen Vernichtungs- oder Ausrottwunsch zur Folge. Sie schreiben auch von dem Nachleben dieses Kaisers, als er sehr plötzlich stirbt. Nicht? Ja, an was? An Fieber. Man weiß es nicht genau. Interessant ist ja, dass es unterschiedliche Darstellungen gibt, wie der stirbt. Und woran man aber wiederum erkennen kann, das folgt auch bestimmten literarischen Mustern. Kirchenverfolger sterben natürlich nicht gemütlich im Bett mit letzter Ölung. Nein, Kirchenverfolger sterben grauenhaft mit Schaum vorm Maul unter Krämpfen, schreiend. Ja, hauchen sie ihr sündhaftes Leben aus. Während hingegen aus der Perspektive der englischen Mönche von St. Albans stirbt er in Zisterzienserkutte mit letzter Ölung. Also daran kann man sehen, man weiß es eigentlich nicht genau. Aber nehmen wir mal an, er stirbt an einem Fieber. Das kann man sich sozusagen schnell zuziehen, Ruhe, Blutvergiftung, wie auch immer. Können es viele gar nicht glauben. Auch Salimbene, der berühmte franziskanische Hetzschreiber, glaubt es nicht. Er sagt, ich konnte es, als es verkündet wurde, nicht glauben. Denn eigentlich hätte er ja nach der Prophezeiung als Antichrist
noch mindestens bis 1260 leben müssen. Die Mailänder haben ja nicht als eine Kommune, ja, einen hochsymbolischen Schlachtenwagen, wo sämtliche Fahnen, offenkundig auch von den Gemeinden, also die Symbole des Zusammenhalts, ja, nicht, drauf sind. Und das ist in der Schlacht ihr Elefant. Ja, nicht? Und den führen sie gegen Barbarossa. Ja. Ja? Als sie ihn besiegen. Also viele italienische Kommunen haben praktisch so eine Art Heimat auf Rädern, könnte man es nennen. Da sind Fahnen drauf, Reliquien, Stadtpatronen, Bilder und dergleichen. Da wird die Absolution erteilt für die Sterbenden. Das ist praktisch der Rückhalt des Heeres. Das Fahrbargemachte. Genau, die Heimat auf Rädern, könnte man so sagen. Und daran scheitert ja letztendlich Barbarossa in der Schlacht bei Lignano. Diese Wagen haben Namen. Carozzolum, Bertazzola, Ajardus, also die sind sozusagen im kommunalen Selbstverständnis wichtig. Sie werden meistens in der Kathedrale, also im Dom der Stadt aufbewahrt. Wird also, kann man tatsächlich richtig bei Salimbene lesen. Wie später in der Französischen Revolution. Große Wagen mit der Göttin der Vernunft, ja, der Ernte und so weiter. Und die werden herausgefahren zum Tag der Revolution. Genau, die werden herausgefahren zur Schlacht. Und Salimbene schildert einmal einem französischen Kollegen, damit der versteht, welche Bedeutung das eigentlich hat. Das ist ungefähr so, als würdet ihr die Oriflamme vorneweg tragen. Ja? Diese Bedeutung hat es. Und diesen Wagen erobert Friedrich in der Schlacht von Cortenova von den Mailändern. Und daran kann man mal sehen, was dann passiert, kann man mal sehen, wie hochsymbolisch er dann handelt. Und das letztendlich nicht zu einem Kompromissfrieden mehr führen kann. Er wird mit einem Elefanten nach Cremona gezogen. Das ist natürlich sozusagen das Bild, wie Alexander der Große in Babylon einzieht. Ja? Oder wie Achill Hektor um die Stadt schleift. Ja? Genau. Also das ist eine Schande, ein orientalisches Tier. Ja? Ja. Und als sei es damit nicht genug, wird dieser Wagen an die Römer geschenkt und sie bekommen besonders schmeichelhafte Weiheverse noch mit dazu. Und die werden in einen großen, 5 Meter langen Marmorarchitrav eingemeißelt und auf fünf Steinsäulen aufgelagert. Und diesen Architrav gibt es immer noch. Den hat also Muratori, ein bedeutender Morgenmantelgelehrter Italiens des 18. Jahrhunderts. Na, so wie man sich sozusagen so die barocken Gelehrten immer vorstellt. Die haben ja nicht die normalen Tagesanzüge an, wenn sie so an Leibniz oder so denken. Oder bei Winkelmann, dann haben die ja offensichtlich immer so eine Art Voltaire, ja. Genau, Morgenmantel an, so nenne ich. Fangen gleich an zu denken und zu arbeiten, genau. Am Morgen. Ja, ziehen sich gar nicht erst ab. Springen ja, in die. Das ist ein Ausdruck, ja. Na, das habe ich mir jetzt sozusagen mal einfach nur als Bild ausgedacht. Und diesen Architrav gibt es immer noch und den kann man heute noch auf dem Kapitol sehen. Wenn man sich da anmeldet bei der Direktion, kann man in dem Raum, wo die Pressekonferenzen der Kommune Rom stattfinden, auf dem Kapitol, kann man diesen Architrav noch sehen. Er ist praktisch sozusagen eines der ganz wenigen tatsächlichen materiellen Überbleibsel der tatsächlichen römischen Herrschaft Friedrichs. Ein anderes Objekt davon, nämlich eine der Säule, trägt die Kopie der Lupa, der berühmten Löwen, die heute viele Touristen anstaunen. Das Original ist ja im Museum und die Kopie steht dort auf dem Kapitol. Das ist sozusagen die Zweit- oder Drittverwendung dieser berühmten Säule oder einer antiken Granitsäule für einen ganz anderen Zweck, die aber eigentlich ursprünglich mal zu einem friedrizianischen Siegesmonument gehörte. Das Wandern der Symbole, ja, das sozusagen in Stellung bringen, ja, dieser nicht militärischen Waffen, ja, nicht? Die ist schon sehr interessant. Das ist eine Geschichtsschreibung für sich. Das wäre ein Thema für sich, wenn Sie an den Sarkophag Friedrichs denken. Der stammt ja auch ebenfalls aus einer römischen Spole. Das ist Porphyr, den man normalerweise nur in Ägypten brechen kann. Und aus solch einem Material lässt der Großvater Friedrichs II. Zwei Sarkophage herstellen. Also in der Imitation byzantinischer, römischer Tradition. Und Friedrich lässt 1215, als er schon in Deutschland ist, in einem Befehl diese Sarkophage dann nach Palermo bringen, um sie für seinen Vater, also Heinrich VI., und für sich selber als Grablege zu bestimmen. Und in der liegt er ja heute noch.